Du hast es geschafft. Sag mir einfach, was ich tun muss und hol mich heraus. Okay, immer mit der Ruhe. Trotz der Trockenheit ist der Wasserspiegel hier ziemlich hoch. Es gab hier nie eine Mine. Die gesamte Anlage wurde in einem entwässerten See errichtet. War mal eine der schönsten Oasen in diesem Teil der Wüste. Salah ließ ihn abfließen und hielt ihn mit den Pumpen trocken, die der Anlage Wasser liefern. Kim, sag mir nur, was ich tun muss. 8 Pumpen halten die Anlage trocken. Die sind in 4 Pumpenräumen in 2 Kammern. Such Sprengstoff, geh zu den Pumpen und zerstör sie. Dadurch müssten die Anlage überflutet und die Chemikalien so sehr verdünnt werden, dass sie harmlos sind. Ich würde das Wasser eine Weile nicht trinken, aber... Okay, ich hab's kapiert, Kim. Exfil? Wenn die Pumpen zerstört sind, geh zur anderen Seite der Anlage. Dort führt ein Liftschacht direkt nach oben, der bringt dich zum Notausgang an der Oberfläche. Dort warte ich auf dich. Vergiss nicht, du musst alle 8 Pumpen zerstören. Kim, Ende. Sie haben hier nichts zu suchen. Hast du nicht gehört? Auf die Knie! Bitte nicht schießen. Andy, hörst du mich? Kim! Ich konnte mich in ein Kommunikationsrelais auf dem Stockwerk einloggen. Keine Ahnung, wie zuverlässig das ist, aber zumindest sind wir in Kontakt. Schön, wieder deine liebliche Stimme zu hören. Und deine. Ende. Kim, ich bin eben durch einen Sicherheitscheckpoint gekommen. Gut. Wenn du da bist, wo ich denke, müsste gleich links von dir eine Tür sein. Auf der Treppe müsste der Eingang zu den Pumpenräumen liegen. Ende. Er ist blockiert. Shit. Einen Moment, mal sehen, was ich tun kann. Seh dich derweil etwas um. Im gesamten unteren Bereich gibt es Lüftungskanäle. Wenn du einen findest, müsstest du so in die erste Pumpenkammer reinkommen.
Bingo. Ich bin in der ersten Kammer. Sehr schön. Da müssten zwei Pumpenräume abgehen. Fang mit denen an.
hier ausgeschaltet. Nazareth Lahat. Ah! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God!
Kim, ich bin im dritten Pumpenraum. Kannst du den Strom für diesen Raum per Fernsteuerung abschalten? Ich sehe mal nach, aber ich glaube eher nicht, Andy. Sei vorsichtig. Jetzt weg von hier. Okay, Andy. Dann mal schnellstens zum Hauptliftschacht. Er ist nicht weit von dir weg. Ich bin schon unterwegs.